Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Thrive Architect Tutorial. Hier möchte ich dir Thrive Architect erstmal vorstellen und falls du am Überlegen bist, ob du den kaufen willst oder nicht. Also ich habe auch erst Elementor gekauft, dann habe ich Divi gekauft, dann bin ich wieder auf Zufall auf Thrive Architect gestoßen und dabei hängen geblieben. Also der hat mich vollkommen überzeugt. Darum mache ich auch das Tutorial. Jetzt will ich dir mal zeigen, also du kannst hier ganz einfach neue Seiten erstellen. Gehst hier auf neue Seiten erstellen, dann gehen wir mal an Titel, die nenne ich jetzt mal Test. Dann gehe ich hier auf Launch Thrive Architect. Und dann bekommen wir ein Auswahlfeld und können dann überlegen, ob wir eine normale Seite anlegen, eine Seite mit Header und Footer, also wo nur das Menü und der Footer da ist. Ansonsten nichts, eine komplette Blank Page, also eine blanke Seite ohne Header und Footer oder eine Landing Page. Als erstes werden wir mal eine Blank Page with Header und Footer, beziehungsweise erst zeige ich dir die Landing Page, genau. Das ist nämlich eine feine Sache. Hier hast du extrem viele und zwar 206 Smart Landing Pages und auch noch etwas veraltete, also die Legacy Landing Page, auch nochmal 206. Voll der Hammer. Denn du hast hier ganz verschiedene Stile. Hier für Online-Kurse 13 Seiten, klickst du drauf und dann kommen hier die einzelnen Seiten. Und dann kannst du dir aussuchen, Lead Generation oder eine Kurs-Launch-Page, also wo du deinen Kurs launchst, vorstellst. Homepage, Online-Kurs, Smart. Und alle sind extrem gut gestylt und designt. Also richtig fein. Diese Seite hier zum Beispiel ist der totale Hammer. Nehmen wir mal Sales Page, also wenn du einen Kurs verkaufen willst. Da sind gleich verschiedene Sachen. Man klickt die an, sagt Apply Template. Da sind gleich Timer mit eingebaut und so weiter. Dann, wenn du eingestellt hast, dass du eigene Schriften installiert hast, kannst du hier drauf gehen und sagen Fonts. Und dann hier sagen, übernimm die Typografie von dem aktiven Theme. Und wir sehen hier die Überschrift, die sollte sich jetzt ändern, wenn ich andere eingestellt habe, habe ich. Und du wirst aus der Serifenschrift ist eine Non-Serifenschrift geworden. Und auch aus diesem hier, also wenn ich das nochmal zurück mache, dann siehst du das, sind diese Serifenschriften hier. Die mag ich nicht, die kann man für Bücher nehmen. So, und dann werden auch gleich die Schriften geändert, hammermäßig. Dann hast du hier gleich einen Timer eingebaut, klickst du drauf. Hier kannst du den einstellen, wann soll er beginnen. Sagen wir mal hier bei 3 Stunden. Ja, du solltest dich nicht öffnen. Entschuldigung. Und dann kannst du hier nur noch deine Texte einfügen. Du hast hier schöne Vorschauen. Ja, sagst du hier Replace Image, habe ich hier ein Replace Image. Nehmen wir das hier. Das ist auch groß genug, da kann ich draufklicken, zack, habe ich das da drinne. Das kann ich jetzt natürlich genauso hier einstellen. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Zack, ne? Und dann auch da und da. Dann hast du eine wunderbare Ansicht, du machst hier unterschiedliche Bilder rein. Ja, also, das ist das. Die kannst du dir jetzt vollkommen anpassen, ne? Dass du hier deine eigenen Texte schreibst, reinschreibst. Und so, das ist hier alles in Englisch und dir wird gleich erklärt, also ich habe ein Tool eingebaut, da kann ich sagen, wenn ich den Text hier markiere, markierten Text übersetzen, zack, ne, dann steht mir, wenn ich das Englische nicht mächtig bin, erzählen Sie ihnen alles über diese andere tolle Sache, die Sie auch bekommen, vielleicht ist der Zugang zu einer Facebook-Gruppe, jedenfalls wird dir genau erklärt, was du an welcher Stelle schreiben sollst. Genau. Also sogar mit Vorschlägen. Ne? In dieser Section schreibe in dritter Person und so. Also überall sind auch Textvorschläge enthalten. Und wenn ich jetzt sage, nee, das ist doch nicht so das, was ich mir vorstelle, dann gehst du einfach auf das hier, Change Template. Und dann wirst du noch gewarnt, wenn du das Template wechselst, dann gehen alle deine Änderungen verloren. Okay, aber ich mag das nicht, ich will jetzt ein anderes testen. Und da gibt es hier zum Beispiel das Bookwise-Theme, das ist für Autoren, also wenn du Bücherschreiber, Buchschreiber bist, dann kannst du dir hier vordesignte auswählen, auch Farbdesign und so weiter.
Und dann nehmen wir mal dieses hier und sage Apply Template. Und dann haben wir hier auch wunderbar gestaltet. Hier kannst du jetzt deinen Booktitel reinmachen. Du kannst hier jetzt ein Bild reinmachen von deinem Buch. Habe ich eins zufällig jetzt hier? Nein, habe ich nicht. Okay. Auch hier kannst du wieder die Schriften ändern. Das heißt, ich hatte das ja schon eingestellt, dass die Schriften geändert werden. Darum sind hier die Nicht-Serifen-Schrift. Und dann trägst du hier deine Texte und Bilder ein. Hast das voll fertig gestaltet. Wenn wir uns das in der Vorschau angucken, dann sagt man hier Save and Preview. Und dann hast du eine wunderbare Seite. Na, da gibt es nichts zu meckern. Genau, wenn du die jetzt editieren willst, dann gehst du hier auf Edit with Thrive Architect. Dann öffnet er sie. Und wir sagen jetzt wieder Change Template. Ich möchte noch ein anderes Template. Ich möchte hier eine Seite aus dem Shapeshift Theme. Also es ist so, dass der Thrive Architect mit verschiedenen Themes kommt, beziehungsweise der Thrive Theme Builder. Da kannst du dann aus 6 Themes auswählen, die dann vorgestaltet sind. Also zum Beispiel, ich benutze immer das Shapeshift Theme, weil ich halt eine Business-Webseite habe. Und da hast du dann auch die entsprechenden Seiten, Vorlagen und so. Und angenommen hier Homepage Personal Branding, es geht um dich. Sagen wir Apply Template. Und das passiert auch alles ruckzuck, der ist wirklich sehr schnell. Und dann hast du hier, kannst du hier gleich dich vorstellen. Jetzt ist hier zum Beispiel kein Menü zu sehen. Wird dir auffallen. Da gehen wir hier auf das Zeichen, Central Style Panel, beziehungsweise auf dieses hier, auf das Zahnrad. Unter Global stelle ich einen Header. Hier steht No Header, weil das ja eine Landingpage ist. Und eine Landingpage hat immer die Aufgabe, da soll jemand kaufen, bestellen oder sich eintragen. Und er soll nicht, aber auch wirklich nicht irgendwo anders hinklicken. Und darum lässt man den Footer und den Header weg. Derjenige, also nach dem Motto friss oder stirb. Ja. Und hier sagt man aber einfach, klickt man drauf, zack, dann wird das Menü eingeblendet. Und wenn ich jetzt auch noch sage, ich möchte den Footer dazu haben, klack, dann wird auch hier der Fußbereich eingeblendet. Also alles blitzschnell. Und dann kannst du hier dein Bild wählen. Habe ich jetzt ein eigenes Bild? Ja, kein so passendes. Ist das hier? Nee, das ist mit 800 Pixel genau. Nämlich packe ich das mal rein. Das wird jetzt nicht so gut passen. Ja, da muss ich dann halt noch sagen, okay, ich passe hier die Höhe an, beziehungsweise ich will, dass das hier, wenn ich jetzt so mache, zack, das soll alles rein in der Kolumne, das soll nach unten, dann rutscht das auch nach unten, zack. Ja, das passt jetzt nicht so gut, das Bild ist klar. Wenn ich den Hintergrund ändern will, gehe ich hier drauf, sage Background Style, der ist hier eingestellt auf rosa, dann nehme ich das Weiß, das ist hier alles schon voreingestellt, zack, und dann sieht das schon besser aus. Ja. Jedenfalls kannst du hier, hast du rechts die Seitenleiste und hier hast du die ganzen Elemente. Du kannst zum Beispiel eine Background Section einfügen oder was absolut genial ist, das ist hier Blocks. Das ist gleich als erstes. Passiert aber auch, wenn du hier auf Block klickst, dann kannst du hier auf Block klicken. Und jetzt hast du hier Page Blocks, Show Me All Blocks kannst du sagen. Dann hast du hier 196 Vorlagen. 196 Vorlagen und ich möchte jetzt mein Team zum Beispiel einbinden. Klickst hier auf Team und dann guckst du, aha, wir sind 3 Leute. Du kannst das natürlich auch erweitern, bis du 6 Leute nimmst, das einfach zweimal, ne? Klickst hier drauf, das ist mein Team. Dann fügt er das ein. Passt die Hintergrundfarbe und Farbe gleich so an, wie du das in dem Thrive Theme Builder, wenn du den hast, auch da eingestellt hast, wird gleich deine Firmenfarbe mit übernommen. Okay. Hier kannst du jetzt einfach deine Bilder anpassen, deine Schriften anpassen. Wenn dir das bis zu mehrere Leute, dann machst du hier einfach, gehst du hier drauf und sagst duplizieren und dann hast du das Ganze dupliziert. Ne? Und gefällt dir jetzt nicht, seid da nur 5 Leute, dann gehst du einfach hier und löscht ein. Und löscht hier auch die anderen Sachen raus. So.
Und jetzt noch was. Jetzt hast du was gestaltet und sagst, Mensch, das könnt ihr auf der anderen Seite aber auch gebrauchen. Und hast das hier schon ausgefüllt und sowas. Dann gibt es jetzt eine ganz super Möglichkeit. Du gehst hier auf dieses kleine Kamerasymbol und sagst Template speichern. Gibst den ganzen Namen. Ich nenne das jetzt einfach Test. Ja, speichere das. Du hast zwei Möglichkeiten, als Template speichern oder als Symbol speichern, als Symbol. Wo ist der Unterschied? Das Template kannst du auf jeder Seite wieder aufrufen und kannst laden und dann verändern. Ein Symbol, wenn ich das jetzt als Symbol speichere, dann wird das so abgespeichert, wie es ist. Und ich kann das auch auf allen anderen Webseiten einfügen. Aber wenn ich das einmal jetzt irgendwo ändere, also wenn ich das jetzt einmal ändere und abspeichere und dieses Element ist auf mehreren Seiten vorhanden, brauche ich nicht zu jeder Seite hingehen und das einzeln wieder ändern, weil ich eine Änderung vorgenommen habe, zum Beispiel die Hintergrundfarbe, sondern beim Symbol ist es so, überall, wo es eingebunden wird, ändert sich dann automatisch die Hintergrundfarbe oder der Text, den ich eingefügt habe, das wird alles automatisch übernommen. Das ist der Vorteil von Symbolen. Ich sage nein, ich will das nur als Template haben, speichere das. So, jetzt sage ich mal hier Save and Work, das ist ganz wichtig, sonst kann ich dir das nicht zeigen, wie es funktioniert. Save Work muss diese Seite hier mal kurz neu laden. Und angenommen, das wäre jetzt eine andere Seite und ich will dieses Element hier haben, dann gehe ich hier rechts drauf und sage Template and Symbols, zack. Dann lädt er mir alles das, was ich abgespeichert habe. In dem Fall ist es nur eins, was eine Beispielseite ist. Klicke drauf. Und schon habe ich das Element hier, kann es bearbeiten. Und so hast du hier ganz super viele Sachen. Du kannst hier sagen, ich möchte eine Background-Section. Dann packst du die hier rein. Zack, in diese Background-Section möchte ich eine Content-Box. Eine Content-Box ist eine Box, wo du weitere Sachen reinpackst. Und hier packst du dann zum Beispiel ein Bild rein. Oder du sagst, du willst mehrere Spalten haben. Dann packst du hier oder hier unter, je nachdem, below Content Box, packe ich jetzt zum Beispiel hier. Ich möchte zwei Spalten haben, zwei weitere oder drei Spalten oder vier Spalten. Warum gibt es nicht fünf oder sechs? Zeige ich dir gleich. Ich nehme mal zwei Spalten und nehme jetzt diese Content Box hier. Nehme die an diesem Kreuz, ziehe die hier rein. Klack. Hier kann ich jetzt meinen Text schreiben. Okay, in dieser Contentbox will ich jetzt keinen Text haben oder ich will Text haben, aber ich will auch ein Bild haben. Dann sage ich hier below Text, unter dem Text Insert Image, wähle mir mein Image aus, die nette Frau hier, zack, oder ist das Bild geladen und ich kann hier meinen Text dazu schreiben. Na, bla 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 bla. Und wenn ich hier Text schreibe, kann ich oben auswählen, soll das eine H1, eine H2 sein oder eine H3. Ganz wichtig, eine H1-Überschrift, gleich was zum Lernen, darf nur einmal auf der Webseite vorkommen, weil Google das gerne so möchte. So, und dann sage ich hier, welche Art der Überschrift, eine H4, H5 oder ist einfach nur ein ganz normaler Text, dann ist es Paragraph. Ich kann das Ganze hier auch bold machen. Kursiv machen, unterstreichen oder auch durchstreichen. Ja, jetzt habe ich es unterstrichen und durchgestrichen. Und dann habe ich hier etliche weitere Sachen. Ne? Also Content Reveal, okay, ein Countdown Evergreen. Hier kann ich einen Countdown einfügen, zum Beispiel hier. Sage einen Countdown und füge mir hier jetzt einen Countdown ein, Countdown Timer. Den kann ich gleich links einstellen. Rechts hast du die Elemente zum Auswählen. Wenn du dann auf die Sachen klickst, kannst du links die Einstellung treffen. Der Countdown soll für 6 Tage und soll bei 5 Stunden oder 8 Stunden beginnen. Dann ist hier der Countdown. Und da das ein Evergreen Countdown ist, heißt das, ich kann den wieder starten lassen. Starts again after. Nach 3 Tagen soll der erneut starten, dann läuft er runter bis 3 Tage und startet dann wieder bei 6 Tagen. Ja, also ganz super Sachen. Dazu gibt es auch noch den normalen Countdown, der hat diese Funktion nicht, der läuft runter und ist dann zu Ende. Dann kannst du hier natürlich noch ein Menü einfügen, Elemente, also hier sind um die 50, 52 Elemente, die du einfügen kannst, Preistabellen, auch sehr super. Super gestaltete Preistabellen, also alles ist hier fertig, super durchdesignt. Alles geht blitzschnell, meistens, kommt auf deine Internetleitung an natürlich.
hast du hier fertiggestaltete Preistabellen mit zwei Instanzen. Das heißt, klicke ich hier drauf, Instanz 2. Instanz 2 will die sehen. Hast du hier 29,99 in der Mitte. Instanz 2 ist dann 39,99. Kannst du hier mit Umschalter. Also ich will da nicht eintauchen. Tiefer, ich will es kurz halten, nur eine kurze Vorstellung machen. Und das sind so im Wesentlichen die einzelnen Sachen. Es ist also unwahrscheinlich flexibel, er ist unwahrscheinlich schnell und wie du siehst, ist alles total genial gestaltet. Es ist für mich der beste Page-Builder auf dem Markt. Er kostet ein paar Euro im Vergleich zu Elementor zum Beispiel, wo du auch wunderschöne Webseiten mit hinkriegen kannst. Aber die Lernkurve bei Elementor ist zum Beispiel wesentlich steiler. Also die Einarbeitung dauert länger, während das hier wesentlich intuitiver ist. Du profitierst von allen Neuerungen und das Tool wird auch langsam immer teurer. Also ich habe noch eingekauft, da konnte ich das, ich kann den Thrive Architect auf 25 Webseiten einsetzen. Also weil ich die ganze Thrive gekauft habe, inzwischen nur noch auf 5 Webseiten. Ja, ich habe aber, weil ich damals gekauft habe, kann ich es immer noch auf 25 Webseiten einsetzen. Das heißt, kaufst du jetzt, wird das Tool immer den Preis haben, den du jetzt bezahlst, monatlich. Und wenn dann Preissteigerungen kommen, bist du nicht betroffen davon. Du bleibst bei deinem alten Preis. Das finde ich super und fair. Das kommt auch noch dazu. Und ja. Und solltest du dich entschließen, ich gebe dir noch einen Link mit unten rein. Ich habe auch einen Thrive Architect Kurs. Falls du sagst, ja, yeah, ist aber alles auf Englisch und ich möchte es gerne auf Deutsch haben. In meinem Kurs gibt es tausende Tricks und Tipps und wie du da richtig mit umgehst. Also ich zeige auch diese Leiste, wie man die bedient. Also alles drumherum und eine deutsche Sprachdatei. Die kannst du installieren und hast das Thrive Architect auch auf Deutsch. Ja, das ist mein Angebot dazu, falls dich das interessiert. Okay, Links zu Thrive Architect gibt es in der Beschreibung, zu meinem Kurs auch, sollte er dich interessieren. Und dann hoffe ich, dich nicht gelangweilt zu haben, ja, bestimmt nicht. Okay, und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass du einfach einen Daumen nach oben hoch und abonniere den Kanal. Es gibt bald weitere Tutorials von mir und stelle dir noch weiter die Thrive Theme und Thrive Theme Builder, Thrive Architect und Thrive Apprentice. Da gibt es noch reichlich Videos zu. Okay, tschüss, ich wünsche dir einen guten Tag und viel Erfolg bei deinem Tun. Und tschüss.